das Aufziehen der Kulm auf die Bleierstange, das Aufziehen der Kulmring haben wir ja bereits gesehen, in vorhergehender Weise. Jetzt kommt es zur Verbauung der neuen Bleierlager. Ein ganz wesentlicher Faktor, das heißt, die Fläche hinten muss pipifein sauber sein, da darf überhaupt nichts da sein. Natürlich beim Bleierlager komplett genau dasselbe. Das Bleierlager hat da hinten eine Nut, das muss genau in der Nut verbaut werden, das heißt, es kommt da rein. Und dann wird das Lagerschwellen ganz leicht eingedrückt und da sieht man dann aufgrund des Spaltes die Vorspannung des Bleierlagers. Das ist ein ganz wichtiger Faktor und trägt natürlich auch dann für das Spiel des Bleierlagers frei. Von oben nach unten dürfen wir 0,5 Spiel haben, seitlich muss verrucken. Das heißt also, man muss aufpassen, dass man das richtige Lager einbaut. Es gibt Reparaturstufen 1, Reparaturstufen 2, das sind alle 0,25 mm. Wir haben da die Standardmaß noch und das ist zu berücksichtigen, ansonsten hätte man da einen gravierenden Fehler oder baut einen gravierenden Fehler während der ganzen Motorreparatur mit. Also soweit einmal zur Vorspannung des Bleierlagers, das man da genau sieht. Das Einführen des Kolbens in die Zylinderbüchse, da gibt es zwei Varianten. Das eine ist das Kulmringband und das zweite, was meiner Meinung nach die bessere Variante ist, was wirklich ein gescheiter Mechaniker nimmt, ist eine ganz normale Zylinderbüchse, alte, die ganz schräg angefasst ist. Das heißt, dass die Kulmring schlupfen rein und sie haben natürlich auch dann die Möglichkeit, meine Zylinderbüchse, die andere, wirklich bruchlos zu verlassen und das ist ein ganz wichtiger Faktor. So, wie funktioniert das? Das heißt, also ich gebe mal den Kulbolzen eine Öl her. Das muss ich unbedingt da, die Kulmringkern eingeschmiert. Eingut, das ist ein wesentlicher Faktor. Ich muss den Kulbolzen eine Loblauf-Eigenschaft mitgeben. So, dann nehme ich den Bleierlstamm und führe den Kulb in die alte, präparierte Zylinderlaufbüchse. Die Öffnungen dürfen nie in die Drehrichtung, sondern sie müssen immer versetzt sein. Waren die Öffnungen in einer Reihe, würde das bedeuten, dass die Kompression direkt in das Kurbelgehäuse heruntergeht und wir einen ganz gewaltigen Druck im Kurbelgehäuse haben. So, ich setze jetzt den Ölabstoffring schräg versetzt an und öle den dementsprechend ein. Das heißt, also mein Öl ist das Gleitmittel, was wirklich dann den Ölabstoffring in die Zylinderbüchsen einführt. Durch die schräg angedrehte, und ich gebe ihm da bei der Führung, fährt der. So, die Abstrafring ist drinnen. Jetzt nehmen wir den zweiten Verdichtungsring, den Graugussring, drehe den natürlich um 180 Grad, schau, dass man der in meiner Schrägen wieder anbeißt. Das die braucht noch gar nichts, sondern nur meine Fingernagel. Gib den wieder genug Öl mit, damit er reinflutscht. Der Abstrafring ist ein bisschen komplizierter zu montieren. Man sieht, zack, der ist reingeschoben, das war ein bisschen zu weit. Dann ein bisschen raus wieder. So, dann habe ich jetzt meinen Kronring, das ist komplett genau dasselbe. Ich gebe mal wieder die Öffnung rein. Gib den Kronring dementsprechend. So, da haben wir die erste Blockade, das heißt, wir müssen da ein bisschen helfen. Schon da. So, ich darf den Kulm dann nicht mehr drehen, das heißt, den Kulm, Zylinderbüchsen ist da, Bleierlager da rein und dann schiebe ich das Ganze in meine Zylinderlaufbüchsen im Motor ein. Soweit zum ordentlichen Verbau der Kulmringe und Einbau des Kulms. Die Lagerschwellen haben eingebaut in die Bleierlstange. Jetzt kippt man den Kulm. Ich darf natürlich den Kulm nicht drehen. Das heißt also, die flache Seite ist einspritzpumpenseitig, die Nummer ist natürlich auch einspritzpumpenseitig und jetzt führe ich praktisch meine Zylinderbüchse in die Zylinderbüchse der bereits eingebauten zu. So, ich brauche jetzt überhaupt nichts tun, mit einem leichten Fingerdruck drücke ich meinen Kolben nach unten, Kolben ist drinnen, biegst es heraus und ich kann davon ausgehen, dass du hundertprozentig zu keinem Kolbenbruch gekommen ist. Jetzt drehe ich meinen Kolben
mittels Kurven nach unten und montiere dann meine Lagerschale unten. Wobei das sehr, sehr wichtig ist, mit dem angegebenen Drehmoment von 7,5 Kilo muss ich die Lagerschale seitlich bewegen, damit wir keine Druckstellen nicht kriegen. Wir kommen jetzt zur Montage des Zylinderkopfes. Dabei ist zu achten auf den Überstand der Büchsen. Das heißt, die Büchsen steht laut Hersteller, je nach Angabe halt, drüber über dem Motorblock. Das hat den Vorteil, dass beim Anziehen die Zylinderkopfdichtung regelrecht drauf presst wird. Wesentlich ist, dass das komplett fettfrei ist. Wenn das nicht fettfrei wäre, gibt mir der Zylinderkopf schon die Rutschmöglichkeit nach außen, wenn der zum Komprimieren anfängt. So, Zylinderkopfdichtung. Zylinderkopfdichtung gibt natürlich mehrere Arten von Zylinderbüchsen. Da gibt es 98er Büchsen, 100er Büchsen. Da herinnen in der Kopfdichtung ist ein Brennstick, der ganz, ganz wichtig ist gegen das Ausreißen der Zylinderkopfdichtung. Weiters ist die Zylinderkopfdichtung markiert mit dem Zeichen oben. Also oben muss oben sein. Wie gesagt, das ist fettfrei. Dann wird die Zylinderkopfdichtung raufgelegt. Wo haben wir oben? Oben ist da. So, die wird dann in die Passstifte eingelegt. Und dann wird geschaut, dass das passt. Wenn der Brennstick zu klein war, würde man die Zylinderbüchsen abdrucken und die Zylinderbüchsen wandert nach unten und wir haben natürlich einen Motorschaden. So, das ist jetzt drauf und jetzt wird der Zylinderkopf aufgesetzt. Der Zylinderkopf ist jetzt montiert, der Auspuff ist natürlich nur locker. In dem Fall haben wir einen Auspuff von Haus aus drauf. Wir haben sich damit die Demontage der frontalen Konsolen gespart. Dann werden die Dehnschrauben eingedraht. Das heißt, Dehnschrauben, der dehnt sich mit der Wärme und zieht sie auch wieder zusammen. Da gibt es ein eigenes Drehmoment. Das heißt, 8 plus 2, also 10 Kilo und dann 2 mal 90 Grad. Zylinderkopf wird noch von innen nach außen angezogen, um die Spannung rauszubringen. Wichtig ist, dass die Sacklöcher, wo die Zylinderkopfschreiben drinnen sind, von der Flüssigkeit sauber sind. Sollte da eine Flüssigkeit drinnen sein, wird die durchs Gewinde so komprimiert, dass den Motorblock demolieren würde. Weiters müssen wir das Gewinde einschmieren, heroben müssen wir es auch einschmieren, um den Reibungsverlust zu verhindern. Das heißt 8 plus 2, 10 Kilo und 2 mal 90 Grad. Früher ist der Zylinderkopf angezogen worden mit 14 Kilo, das ist natürlich das Drehmoment durch den Reibungswiderstand viel ungenauer. Mit der Drehwinkelmethode hat man das alles in den Griff gekriegt, dass der Anzugsmoment dann mit den 2 mal 90 Grad komplett gleichmäßig ist. Und das werden wir jetzt machen. Den Schrauben sind montiert, eigentlich sind sie auch. Jetzt wird von innen nach außen das mit 8 plus 2, also 10 Kilo. Das ist das typische Zeichen, der Drehmoment ist erreicht. Wie gesagt, schön gleichmäßig, um die Spannung aufzubringen. Die 8 plus 2, 10 Kilo haben wir angezogen. Wir brauchen bei jedem Reparatur ein System. Ohne System leider kein Erfolg. Das heißt, wir müssen uns das jetzt anzeichnen und dann machen wir einen Strich her auf die Dehnschrauben. Und dann macht man sie in einer Richtung, um das zu wissen, dann, wie weit das man ist. So, da genau dasselbe. Wie gesagt, das System. Ohne System kein Erfolg. Und den wollen wir ja haben. Die Dehnschrauben sind nicht angezeichnet und jetzt gibt es die 2x90 Grad in derselben Reihenfolge von innen nach außen zum Anziehen. Das filmen wir nicht, weil das ist ein reiner Kraftakt. Der das einmal durchführt, der wird mir dann denken. Bis später.